Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossy Box aus dem Monat Juni mit dem Motto Fresh Breeze. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box kann man abonnieren, die kostet ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat und ihr könnt, wenn ihr sie auch abonnieren möchtet, gerne meinen Freunde werben Freunde-Code Claudia-RSQ nehmen, wenn ihr, glaube ich, der müsste aktiv sein. Ja, und ich habe sie auch nach wie vor noch im privaten Abo, auch wenn die Glossy Box mir quasi die Freundschaft gekündigt hat, aufgrund von Sachen, die nie besprochen waren und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ein böses Video zu machen möchte oder so, weil eigentlich trage ich in mir drin eine sehr, sehr große Frustration, ich bin ziemlich pissed, so kann man das sagen, und bin aber trotzdem immer wieder ein Freund von dem Inhalt der Boxen und denke mir halt, naja, eigentlich ist es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich denke mir, ich bin 34 Jahre alt, eigentlich musste ich jetzt kein Enthüllungsvideo und keine Ahnung machen. Ich habe tatsächlich ziemlich viel erfahren, als ich letztes Jahr in Berlin war bei der Glossy Box. Da haben einzelne Mitarbeiter mit mir gesprochen und Sachen erzählt. Leute, das ist jenseits von Gut und Böse gewesen. Ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt noch diese Unboxings machen möchte, weil es ist ja quasi kostenlose Werbung für die Glossy Box, ne? Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ich musste noch tief in mich gehen, denn es sind einfach Dinge vorgefallen, die ziemlich übel sind. Also, ja. Naja, ich schaue jetzt einfach mal mit euch zusammen in die Box hinein. Das ist eine Special Edition Box, wunderschön, Summer Beauty steht hier drin. Wir haben hier so ein digitales Magazin und ne, da kann man den QR-Code scannen. You are meant to shine today, tomorrow and every day. Also die Boxenpacker, die auch wirklich sich das Motto überlegen und die Geschichte dahinter. Das sind ganz andere Leute als die, die mit den Kunden zu tun haben, also quasi im Kundenservice sitzen. Kundenservice. Oder in der Influencer-Betreuung. Ne? Die Leute, die die Boxen packen, gestalten und so weiter, die sind wirklich echt cool und vor denen ziehe ich auch den Hut, weil das sehr kreative Menschen sind. Aber die Leute, mit denen ich auch zu tun hatte, auch auf dem Event, teilweise, wirklich teilweise, ne, manche waren halt super, sind echt interessant, um das mal so zu sagen, gewesen. Und auch die Sachen, die erzählt wurden. Ja, wir schauen jetzt einfach mal in die Box hinein und gucken, was da einfach jetzt diesen Monat hier so drin ist. Ja. Okay, also als erstes habe ich hier eine Werbung von Deep Sea Hydration von John Frieda und da haben wir auch tatsächlich hier ein Feuchtigkeitsshampoo drin. Die Spülung nicht, nur das Shampoo, das ist aber okay, finde ich. Intensive Feuchtigkeit für sofortige Kennbarkeit und Geschmeidigkeit mit nährstoffreichen Meeresalgen, SLS, SLIS, sulfatfrei und silikonfrei. Hört sich auf den ersten Blick schon mal ganz gut an. Mit John Frieda bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Riecht sehr, sehr frisch. Sehr angenehm, ne? Also das kann definitiv was werden mit uns beiden. Das werde ich mal ausprobieren. Das ist jetzt eine kleine Größe mit 75 Millilitern. Aber wir haben hier super viele große Produkte drin, wie zum Beispiel, es kommt mir bekannt vor, Alverde Körperlotion Revitalisierend. Ich meine, dass wir das in der LE mal irgendwie mit drin hatten. Ist mit Granatapfel und Biolupinen. Ja, ne? Das ist auf jeden Fall auch eine passende Geschichte. Ja, gibt auch irgendwie eine frische Brise durch die Lupinen, ne? Also durch die Blumen. Dann natürlich richtig gut, hydrofugal, starker Schutzdusch, frische, frischer Duft, langanhaltend, frisch und trocken. Antitranspirant, das können Männer und Frauen gleichermaßen verwenden natürlich. Ne? Vielleicht gebe ich das meinem Freund, weil ich habe noch einige da. Da habe ich mich letztens mal vor ein paar Monaten schon etwas ausgetobt, was Deo-Einkaufen anging. Dekorative Kosmetik darf nicht fehlen, das finde ich schön. Es ist aber ein Produkt, was wir schon kennen von Kindle Beauty, der Kind Bronze Bronzer. Das ist dieser hier, den hatten wir auch schon echt öfters mal drin. Ne? Also der ist schon ein paar Jährchen alt und sieht aus wie der Physicians Formula Butter Bronzer. Und den, entweder habe ich den noch oder ich habe den mal aussortiert, ich weiß es nicht. Nö, den müsste ich eigentlich noch haben. Fand ich eigentlich soweit so gut. Achso, der ist auch noch verschlossen, der wird aber weiter wandern, ne? Weil da ist einfach ein solides, schönes Produkt, passt auch zum Sommer, Sommerbräune und so weiter. Etwas zum Abkühlen, was man in den Kühlschrank packt, finde ich auch sehr schön und passend, werde ich aber so nicht verwenden. Glow On Fifth Beauty Cooling Facial Globes, das ist ein Beauty-Tool. Ich glaube, das, weiß ich nicht, war das Essence oder Catrice, die haben das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch schon mal rausgebracht gehabt.
Das ist jetzt hier auch aus Plastik und nicht aus Glas. Und dann packst du dir das einfach in den Kühlschrank, dann wird die Flüssigkeit natürlich kühl und dann kannst du damit übers Gesicht gehen und dich abkühlen. Ist süß gedacht. Vielleicht kann man das auch, weiß ich nicht, vielleicht kann ich das wirklich auch für Julius verwenden oder so, weil ja, im Prinzip, du bearbeitest damit ja kleine Stellen. Ne? Ja, dann habe ich hier noch drin enthalten ein Produkt, was auch so nicht fehlen darf, weil ich persönlich bin ja auch viel im Garten jetzt, da kommt eine Handcreme echt gut, L'Occitane. Das ist die Dry Skin Hand Cream mit 30 ml mit Karité-Butter und Shea, also Karité-Butter ist Shea-Butter, ne? 20%. Ja, solide Handcreme, schöne Sache, kann man gut gebrauchen. Dieses ganze blaue Thema führt sich hier natürlich auch in den Produkten fort, finde ich schön. Biotherm Urban UV Defense Hydration mit Lichtschutzfaktor 50+, das finde ich richtig gut. 5 ml sind hier drin. Da kommst du natürlich dann auch nicht allzu lange mit hin, wenn du überlegst, dass du ja für Gesicht, Hals und Dekolleté immer so zwei Finger nehmen solltest. Ne? Oder sogar noch mehr mit Live-Plankton und Hyaluronsäure. Also ich schichte immer so sehr, bis ich halt einfach, bis meine Haut nichts mehr aufnehmen kann. Ja, das ist jetzt einmal die Box gewesen. Ich finde, wie gesagt, der Inhalt ist wirklich toll. Für 12,50 Euro bekommst du tolle Produkte für einen soliden Preis. Also wirklich eine gute Geschichte. Deswegen ist es halt auch einfach eine Box. Das war mein erstes Video auf YouTube, ne, was ich am 18.06., also quasi, wenn ihr das Video seht, gestern vor 5 Jahren hochgeladen habe. Ja, ne, schöne Box, aber ich weiß nicht, ob ich die Firma halt noch weiter unterstützen will, weil man geht halt mit den Leuten nicht so gut um und eine Wertschätzung wird einem da halt auch nicht entgegengebracht und das finde ich halt echt Müll. Das ist wirklich Müll und Dreck und ja, schwierig, wirklich schwierig. Ihr Lieben, das wäre jetzt hier einmal mein Video gewesen, ja, ne? Nicht so positiv und flapsig, aber ja, weil ich halt einfach irgendwie bei der Glossybox aktuell geteilter Gefühle bin, trotzdem aber erstmal das Unboxing auch hochladen wollte und euch tatsächlich auch über meinen Unmut ein bisschen aufklären wollte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es einfach angebracht ist, da jetzt irgendwie so ein mega Bash-Video zu machen und so, wo ich mir denke, ja, ne? Weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt. Da hat Nicole Chiquitas Play schon ein super Video zu gemacht. Das verlinke ich euch tatsächlich, habe ich euch wahrscheinlich auch schon im i verlinkt, verlinke ich euch auch im Video. Schaut da super gerne mal vorbei. Die Frau hat sehr viele, sehr wichtige Punkte angebracht, die mich damals schon überlegen lassen haben, ob ich die Glossybox weiter vorstellen möchte. Ja, okay, ihr Lieben. Ich weiß, es tut mir leid, so viele Fragezeichen und so weiter, ne? Aber ja, also im Prinzip hat Glossybox mir die Freundschaft gekündigt, weil ich 2 Tage zu früh das Video hochgeladen habe und dann irgendwie monatelang nicht auf meine Nachrichten reagiert und deswegen bin ich pissed und habe aber, wie gesagt, dort halt in Berlin einige Dinge erfahren, die einfach Glossybox hart auf die Füße fallen könnten, wenn ich sie ausplaudern würde und da weiß ich halt nicht, ob das gehaltvoll ist, also ob irgendwen in diesem Universum das weiterbringt. Ne? Okay, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!